Im heutigen Video zeige ich euch ein Gadget, was auf seiner Lebensphase insgesamt auf zwei Endgegner trifft. Welche zwei das sind, das werde ich euch im Laufe des Videos verraten. Aber zuerst mal, es geht um die Google Nest Doorbell. Eine akkubetriebene Türklingel, die für uns Eltern, aber auch für alle anderen Menschen ein extrem geiles Gadget ist. Denn ihr habt die Möglichkeit, dass ihr dann die Person, die vor der Türe steht, vorher schon zu Gesicht bekommt. Das mag für einen Erwachsenen nicht so sinnvoll oder auch doch sein. Das kann aber für Kinder oder eben Eltern mit Kindern und vor allem Eltern mit Kindern, die langsam größer werden, definitiv sehr spannend sein. Vielleicht macht man das kleine Experiment, wenn sie so 18, 12 und so weiter sind, wo man die Kleinen mal auch alleine zu Hause lässt, um zu schauen, wie sie sich verhalten und ob das Ganze funktioniert, ob die Großen auf die Kleinen schauen können, etc. Für all diejenigen, die direkt zum Gadget springen möchten, ich habe Kapitelmarken unten, geht da gleich drauf. Ich möchte ganz zuerst ein bisschen was aus eigener Geschichte erzählen und eben zu einem der Endgegner. Und mit genau dieser Türklingel hat man nämlich die Möglichkeit, dass die Kleinen, aber auch wir Eltern informiert werden, wenn jemand an der Türe steht und den Klingelknopf drückt. Ganz einfach, schlicht und einfach. Sie können dann entscheiden, ist das jemand, den wir kennen? Dann können wir darauf reagieren, sprechen oder die Tür öffnen. Oder ist jemand, den wir nicht kennen? Dann können Sie es getrost ignorieren und müssen sich keinen Gedanken machen, werden nicht kribbelig etc. Also soweit, so gut. Die Anzahl der Endgegner wird übrigens immer kleiner, wenn ihr zum Beispiel ein Einfamilienhaus habt und alleine da seid. Wenn ihr in einem Mehrfamilienhaus seid, dann ist die Möglichkeit natürlich anders gegeben. Aber jetzt würde ich doch sagen, schau mal, was eben in diesem Verpackungsumfang alles mitliegt und einfach ganz normal ins Video einsteigen, wie ich das sonst auch immer würde. Im heutigen Video zeige ich euch die Google Nest Doorbell. Das ist ein kleines, gut, so klein ist sie nicht und auch nicht leicht. Das ist ein schweres Gadget, was ihr euch vor die Haustüre hängen könnt. Rechts, links, nebendran als Klingel. Und zwar als Klingel nicht, damit es bei euch drin klingelt, sondern dass auf dem Smartphone was ankommt oder auf euch ein Google Home Hub Video auch oben verlinkt. Und dann seht ihr nämlich, wer da vorne dran ist. Also somit würde ich sagen, schauen wir jetzt mal, was hier alles mit drin ist. Und ja, für alle anderen, die das nicht interessiert, es gibt unten Kapitelmarken für in die Richtung. Natürlich könnt ihr auch wieder mal zurückhüpfen, wenn ihr ein Kapitel nochmals genauer anschauen möchtet. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns dann beim Fazit wiedersehen. Aber für alle anderen, wie gesagt, wir schauen mal, was im Paket mit drin ist. Dann wollen wir doch mal schauen, was uns der Karton verrät. Google Nest Doorbell, das ist eine Türklingel mit Akku. Seitlich wird hier beworben, dass der Livestream mit HDR ist und rund um die Uhr und noch ein paar andere Möglichkeiten. Hier haben wir gleich ein Anwendungsgebiet, da sieht man gleich, was die Kamera euch zeigen kann. Und dann hier für all diejenigen, die gerne ein bisschen mehr lesen. Aber ich würde sagen, wir schauen gleich ins Innere. Und das Paket ist recht gewichtig. Also ich werde das Gewicht unten einblenden. Das Teil wiegt schon nicht schlecht, würde ich behaupten. Da ist ein bisschen was drin. Dann haben wir hier die Nest Doorbell im Detail. Oben seht ihr die verbaute Kamera. Die ist mit Schwarz umgeben. Hier steht auch noch etwas. Bonjour, hallo. Auf verschiedenen Sprachen, da ist irgendwas Kyrillisches, das ich nicht entferne. Und Hello steht natürlich noch. Entschuldigung, kann es euch nicht wirklich zeigen. Hier auf der Seite steht das drauf. Nettes Detail. Hier wahrscheinlich das Loch für das Mikrofon. Wird das scharf hier? Genau, hier das Mikrofon. Dann ganz dezent das Google-Logo und ganz groß, genau gesagt gleich groß wie hier oben der Kamerabump, ist hier die Fläche für die Klingel. Und auf der Rückseite haben wir hier zum einen, wahrscheinlich ist das hier magnetisch, und hier oben, was haben wir hier? Ein USB-C-Port fürs Aufladen und zwei Schrauben, die nicht ganz reingedreht sind. Ich gehe mal schwer davon aus, dass das hier mit der Halterung zu tun hat. Voilà, so schaut das Ganze aus. Und dann nehme ich ganz schwer an, ist hier noch ein bisschen eine Halterung mit drin oder was Ähnliches. Los geht's, wie das Ganze funktioniert. Hoffentlich brauchen wir das nicht. Dann ein schönes weißes und somit auch passendes Kabel, USB-A auf USB-C, um das Ganze mit Strom versorgen. Dann haben wir hier
habe ich es mir doch gedacht. Die Halterung logischerweise zum direkt an die Wand schrauben. Was verbirgt sich hier unten dran noch? Dann noch, upsala, komm raus. Das Ganze in Kunststoff und wie man hier so schön sehen kann, ja genau, die Kamera kommt dann nicht waagerecht an die Wand, also die kommt dann nicht so an die Wand, sondern leicht schräg. Ich gehe mal schwer davon aus, dass das dann den idealen Winkel hat, wenn man die montiert, so dass man auch den Besucher mit auf dem Bild hat. Was ist hier noch mit drin? Ganz klein. Wie geht das auf? So rum. Zum einen schaut das ein bisschen aus wie ein überdimensioniertes SIM-Kartentool. Dann haben wir noch ein paar Dübbels, wie man hier sehen kann, und zwei Schrauben, vier Schrauben besser gesagt. Zwei kurze, hier sieht man die seitlich da drin, und zwei lange, aber ganz schön aufgemacht und vor allem alles in Karton. Kompliment, gefällt mir sehr gut. Dann hier so ein paar Gummipfröpfe und irgendein kleines Kabel, respektive gleich deren zwei. Das werden wir noch sehen, was das genau ist. Muss ich mir nachher ein bisschen genauer anschauen. Und eben die Dübbel, die hier noch mit drin sind. Also schön umfangreiches Geschichte hier. Würde ich doch sagen, nehmen wir doch mal die Anleitung hervor und schauen, was man da alles so machen kann, respektive zu machen hat. Hier haben wir den Lieferumfang, was das Ganze ist. Das sind Steckverbinder übrigens. Und der Winkel, den ihr vorher gesehen habt, von dem schwarzen Teil, kommt nachher auf 20 Grad, so dass eben die Kamera dann schräg absteht. Und ja, für mehr Informationen, hier ist ein QR-Code drauf. Mal schauen. Hier steht noch was, dass man Linsen schützen soll, damit es keine Kratzer und so weiter gibt. Das könnte natürlich vom Vorteil sein. Und dann ein Kleber, den man anbringen kann, damit ungebetene Besucher auch gleich mitbekommen, dass hier jemand was mitfilmt. Und hier ein paar Geschichten zur Sicherheit und bla bla bla. Aber dafür muss ich zuerst nach Hause, denn ja, das Ganze wird natürlich zu Hause aufgebaut. Und dazu muss ich zuerst einen kleinen Location-Wechsel vornehmen. Dann würde ich doch sagen, machen wir uns an die Installation. Und ich habe mir das natürlich wieder fein säuberlich eingepackt, damit das Gadget auch wieder schön einfach zurückkommt. Hier nochmals die drei Schritte, aber dazu, oder da, das gehen wir jetzt einzeln durch. Zuallererst wird das Ganze einmal mit Strom versorgt. Da muss ich erstmal ein Kabel hervorkramen. Genau, hier oben USB-Port, übrigens gleich darunter eine kleine Öse oder eine kleine Öffnung, wo ihr dann das Gerät auch zurücksetzen könnt, falls ihr das müsst. Ich musste das zum Beispiel mehrfach. Aber jetzt der Installationsprozess. Ich glaube, den müssen wir nicht unbedingt Schritt für Schritt durchgehen. Das Ganze funktioniert simpel einfach in der Google Home App. Wenn die Nest Doorbell nicht von alleine oben auftaucht, sie schon in der richtigen Farbe leuchtet, und das ist nämlich die Farbe Blau, das beginnt sie nach einer gewissen Zeit, dann drückt ihr oben links auf das Plus und dann ein neues Gerät hinzufügen, die Ortschaft, wo das Ganze ist, also euer Google Home quasi, und dann wird gesucht und gesucht. Dann müsst ihr festlegen, was für ein Produkt das ist, wenn es nicht von selber gefunden wurde, und dazu scannt ihr auf der Rückseite den QR-Code, nicht der von der App, sondern oder nicht nur der in der Beschreibung ist, sondern auch der hinten auf der Kamera aufgedruckt ist. Und schon könnt ihr das Ganze miteinander verbinden. Das dauert dann ein Weilchen, dann gibt es noch ein bisschen Blabla und hin und her, dann steht das Ganze mal auf, fliegt wieder hin und irgendwann klappt es dann oder nicht. Oder sowieso wird noch mit dem WLAN verbunden, das heißt, ihr müsst natürlich noch euer Passwort eingeben und alles drum und dran. Und dann wird die Verbindung zwischen Gerät und eurem WLAN aufgebaut. Und wenn das dann durch ist, legt ihr noch den Raum fest, wo das Ganze hinkommt. Wie immer bei diesen ganzen Geschichten. Dann wird noch ein Update eingespielt. Auch das geht und geht und dauert ein bisschen. Aber alles noch im Machbaren, wenn man so möchte. Ein bisschen Geduld muss man haben, noch mehr Geduld und dann nochmals ein bisschen Geduld. Und ja, irgendwann ist dann soweit und dann bekommt ihr ein kleines Installationsvideo geboten, das ihr euch anschauen könnt. Befestigen mit einer Bohrmaschine oder wie auch immer.
schlussendlich wird dann auch die Klingel so befestigt, da wo ihr sie möchtet. Und bevor ihr das Ganze natürlich anbohren könnt, wird zuerst ein kleiner Test durchgeführt. Dazu nehmt ihr die Nest Doorbell vom Strom und geht mal vor die Tür und schaut zuerst, auf welcher Höhe das platziert wird, mit welchem Winkel das idealerweise passieren sollte. Und wenn ihr dann den richtigen, das richtige Level habt, müsst ihr noch ein paar Freigaben auf das Mikrofon, Kamera etc. geben, dass die App euch auch Push-Notifications senden darf und so weiter. Dann ganz wichtig natürlich auch, was spricht die Kamera für eine Sprache? Nicht mit euch, sondern mit den Menschen, die vor der Tür stehen. Kommen wir nachher noch darauf zurück, was da möglich ist. Und dann könnt ihr noch ein Nest Aware Abo abschließen. Muss jeder selber anschauen, ob er das braucht oder ob ihm das kostenlose genügt. Und dann wird das Gerät final eingerichtet. Das dauert wieder ein Weilchen. Und dann habt ihr sie hier schön angezeigt und ja, noch nicht live. Weshalb nicht? Mal schauen, das ist der Verlauf. Dann habt ihr einen Bereich im Live. Bei mir könnt ihr die Kamera aktivieren, deaktivieren, Ruhezeit festlegen und so weiter. Und dann geht es wieder zurück und sie will nicht. Das waren einiges an Zickeleien. Dann war der Akku auch noch ein bisschen zum Aufladen. Ich habe sie dann insgesamt nochmals zweimal zurücksetzen müssen, wieder neu einfügen. Ich habe das ganze Google Wi-Fi, was hinten dran steht, nochmals komplett resetten müssen und wieder ins System integrieren müssen. Und dann hat es dann geklappt. Und somit würde ich sagen, kommen wir jetzt dann endlich zum Fazit zu diesem Video. Die Geschichte hat es gezeigt. Die Nest Doorbell hängt nicht mehr neben der Tür. Da finden wir auf die Zeit eine andere Lösung. Aber aktuell wird sie da nicht bleiben. Aber ich habe dennoch in meinen Tests ein bisschen was rausfinden können. Und das möchte ich euch hier und jetzt mit euch teilen. Und eben, ihr habt sicherlich bemerkt, neben dem, dass eben der erste Endgegner die Installation, vor allem die Reinstallation eines solchen Gadgets, eine Hürde sein kann, ist die zweite Hürde sicherlich die Menschen, die um euch herum sind. Genauer gesagt, Nachbarn nennt man die. Ja, in unserem Fall ist es eben so, dass die Klingel mittlerweile nicht mehr da hängt. Da müssen wir eine andere Lösung finden, vielleicht hinten am Schuhschaft anbringen und dann schräg filmen oder keine Ahnung. Wir werden eine Lösung finden. Ansonsten habe ich eine Schwester oder meine Eltern, die vielleicht sich der Nest Doorbell annehmen werden und Freude daran haben. Da habe ich auf jeden Fall keine Sorge, dass die keinen Einsatzort finden wird. Jetzt möchte ich euch aber ein bisschen was erzählen, was ich eben in meinem Test rausgefunden habe. Was mir super gut gefällt, wir haben in jedem Kinderzimmer für diesen Test so kleine Google Hubs, Nest Hubs heißen die, ich blende unten den Namen ein, die Google Assistants reingepackt. Wir haben in der Küche einen mit Display, im Schlafzimmer ist einer mit Display und somit haben wir überall Kontaktpunkte, wo die Klingel dann losgeht. Wenn jemand draußen auf den Klingelknopf drückt, dann heißt es in den Kinderzimmer und eben auch in all den anderen Zimmern, dass jemand an der Türe ist. Das ist ein einfacher, ein sanfter Hinweis auf eben, dass da sich jemand an der Türe befindet. Es ist jemand an der Haustür. Wenn wir uns im Schlafzimmer oder in der Küche befinden, zum Beispiel gerade am Mittagessen sind, was vielfach passiert, wenn der Postbote kommt, dann haben wir auf dem Smart Hub, also dem Display, ein Bild, was gleich aufspringt und uns anzeigt, welche Person sich davor befindet. Wir haben dann die Möglichkeit, auf Ignore zu drücken. Wir haben die Möglichkeit, auf Sprechen zu drücken und dann in Kommunikation zu treten mit der Person. Oder wir können ganz einfach, wenn wir nicht reden können, zum Beispiel, wenn wir am Kochen sind, am Telefon oder was auch immer, auf die kleinen drei Pünktchen und eine der drei vordefinierten Messages abfeuern können. Das Gleiche funktioniert übrigens auch, wenn ihr unterwegs seid, eben nicht zu Hause seid, jemand zu euch kommen möchte, seinen Kollegen, der Postbote, Paketbote etc. Dann kommt auch der da aufs Display, weil ihr eine Push-Notification bekommt. Und auch da, ihr könnt direkt mit der Person gegenüber sprechen oder ihr geht auf einen der drei Knöpfe, ich bin nicht da, und das gibt es dann über den Lautsprecher an der Kamera aus. Die Kamera könnte noch viel mehr, aber das habe ich schon allein aus Rücksicht auf die Nachbarn überhaupt nicht aktiviert und gemacht.
natürlich für Tests habe ich es kurz ausprobiert, aber dann gleich wieder deaktiviert. Man kann euch sich anzeigen lassen, wenn der Postbote kommt oder generell, wenn ein Mensch auf das Haus zukommt oder auf die Tür zukommt. Das wird getrackt und ihr könnt definieren, ist es ein Mensch, dann Push Notification. Ihr könnt auch definieren, ist es ein Tier, dann bitte Push Notification. Ihr könnt aber auch sogar so weit runtergehen, dass die Kamera erkennt, ist ein Mensch mit einem Paket, weil ihr wartet vielleicht auf ein neues Paket, dann möchte man das vielleicht eben wissen, wenn das ankommt, und dann kann man anders darauf reagieren, sich schon auf den Weg nach Hause machen oder solche Geschichten, je nachdem, was denn für ein cooles neues Gadget oder sonst ein Produkt mit dabei ist. Es lässt sich auch, und das geht dann eher wieder in Einfamilienhäuser-Richtungen, tracken, wenn ein Auto kommt. Beim Tracken, ganz wichtig, könnt ihr auch Flächen definieren, wie bei allen anderen Kameras. Hier im Kanal findet ihr auch diverse solche Lösungen, D-Link und alle möglichen. Ich werde das eine oder andere unten verlinken. Oder die ganze Playlist zu diesen Kameras. Geht am besten mal ein bisschen stöbern und abonniert den Kanal in der Zeit. Genau, genug der Werbung. Ich wollte sagen, eben, wenn ihr trackt und draußen das tut, vom Nachbar ein Grundstück noch mitfilmt, dann lässt sich das ausgrenzen, so dass eben genau der Bereich nicht gefilmt wird, nicht getrackt wird, wie es das Gesetz halt auch erlaubt. In meiner Testzeit habe ich auch einzig und allein den Teppich, der genau vor unserem Eingangsbereich ist, getrackt. Also wenn jemand da draufgetreten ist, bei uns vor der Tür und es ein Mensch ist, etc., dann hat das Ganze reagiert. Wie gesagt, kurze Tests, dann habe ich es deaktiviert und habe nur die Glocke in dem Sinn aktiv gehabt. Alles in allem finde ich solche Technologie sehr, sehr praktisch. Es ist einfach, es ist simpel. Man hat eben die Möglichkeit, dass man gleich reagieren kann, egal ob man zu Hause ist oder nicht. Und vor allem für uns Eltern eine wirklich geniale Geschichte, weil die Kinder, bis die dann noch ihren Stuhl geholt haben und hinter die Tür montiert haben, dass sie oben durch das kleine Guckloch schauen können, sofern das überhaupt vorhanden ist, das ist immer ein Ding, und dann werden die Kinder nervös, das ist alles, was nicht unbedingt sein muss. So hat man direkt einen Blick auf die Kamera und kann sehen, wer ist draußen. Das Ganze ist von Google, kann jeder davon halten, was er will, das Ganze nutzen, wie er will oder auch nicht. Ich finde es eine coole Lösung und würde das gerne so für uns nutzen. Mal schauen, ob wir noch eine Lösung finden. Ansonsten schaut es euch an, aber eben immer gut darauf achten, sprecht vor mit euren Nachbarn und vor allem zeigt ihnen vielleicht auch, das ist eine Kamera, da ist eine Linse drauf. Aber, ja, ja, genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr solche Videos haben möchtet, gerne den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und meldet euch, wenn ihr Fragen habt, unten über die Kommentare, per E-Mail oder über Social Media. Ich freue mich immer auf eure Rückmeldung. Vor kurzem habe ich euch ein erstes Video zu der neuen Indoor-Kamera gezeigt, der Google Circle, die man aber auch draußen verwenden könnte. Aber auch da unbedingt beachtet die Nachbarn. Wir haben sie bei uns intern im Haus getestet und da bleibt sie auch. Und eben, das Video oben und unten natürlich verlinkt. Und jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Gadget. Euer Poughkeepsie. Tschüss. Dann aber hoffentlich ohne Endgegner. Mal schauen, was es das nächste Gadget bringt.